Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich will den Fahrer sehen. Kommt Doc, um nach mir zu sehen. In der Kirche waren wir ja vorhin erst. Wann kommt der Doc, um nach mir zu sehen? Der ruht sich aus. Der Doc wird wahrscheinlich nicht vor morgen bei dir vorbeikommen. Hab dem Direktor letztes Jahr schon gesagt, dass der Doktor zu alt für die Insel ist. Wir behalten dich über Nacht da. Okay. So, dann gucken wir, dass wir jetzt mal rauskommen. Vielleicht können wir uns irgendwie umsehen. Bringt ja nichts, mit dem Pfarrer jetzt zu sprechen, oder? Irgendwie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn den jetzt bräuchten als Beistand, aber wir haben ja den... Ich kann ja auch mal so ein Flittchen. Zur anderen Krankenzelle. Abgeschlossen. Hilft da uns der Nagel weiter? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Wo fahrst du den dann? Hm? Was ist das? Mehr Müll. Sobald ich meinen Dummy baue, könnten die echt nützlich werden. Sobald ich meinen Dummy... Okay, alles klar. Verstehe schon. Das zurück in Joes Zelle. Lagerraum. Gehst du mal rein, oder was? Toll. Okay, was haben wir hier? Ein kleines, zerbrochenes Fenster. Zerbrochenes? Sie sind alle gesichert. Da kommt keiner raus. Okay, was haben wir hier? Kabel? Stromkabel. Wenn ich den Strom abstelle, errege ich nur unnötig Aufmerksamkeit. Ach, unter anderen Umständen wäre das vielleicht ein schlauer Schachzug gewesen. Aber den Plan ändern ist jetzt nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Erste Hilfe? Sag was. Sag was. Linksklick. Okay. Könnte nützlich werden. Pin-Up-Kalender. Ein Pin-Up-Kalender. Vielleicht später. Solche Kurven sind hier bares Geld. Alter Lichtschalter. Ein alter Lichtschalter. Das Ding ist nicht mehr am Netz. Hatte schon vor Ewigkeiten Kurzschluss. Dann haben wir... Was haben wir hier? Handtücher? Er hatte sich eingesnackt. Warum hat er sich jetzt hier... Ah, warte mal, können wir uns da vielleicht die Mitte mit den Dings hier verbinden hier? Ich binde die hier zusammen. Alter, geil. 7,5 Meter. Wow. Boah, ich krieg eine mega Gänsehaut gerade. Wow, happen. Was haben wir denn da oben? Noch Putzzeug. Noch mehr Putzzeug. Salzsäure. Guter Fund. Nehmen wir es einfach mal mit. Keine Ahnung. Stromkasten. Was haben wir hier? Eine Liste der Sicherungen und den dazugehörigen Schaltkreisen. Ich sollte sie hier lassen. Okay. Ich weiß ja jetzt, wo ich sie finden kann. Alles klar. Stromkasten. Die Stromversorgung für den Operationssaal. Es ist zugeschweißt. Ich werde es nie aufbekommen. Okay. Sicherung. Sicherung. Sicherungen und Ersatzteile. Interessant. Der letzte Techniker hat eine TK-337 hier gelassen. Das läuft auch mit Telefonen. Aber wem sage ich das? Jetzt hat er sich wieder was eingesnackt. Was haben wir hier? Salzsäure. Reinigungsflüssigkeit. Bringt uns das irgendwas? Ein Widerstand von dem öffentlichen Telefon. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Eine Telefonverbindung aus dem Krankenrevier. Kann ich die Sachen kombinieren eventuell? Sie passen perfekt zusammen. Ich brech ab. Ich habe mir ein Störgerät gebastelt. Hey, das gibt's nicht, ey. Was hier... Da fällt mir nichts mehr zu ein. Okay. Sind wir fertig? Dann gehen wir wieder raus.
Holy moly. So, was haben wir jetzt? Was für ein Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich lieber die Klingel in meiner Zelle läuten. Sonst merken sie noch, dass ich frei rumlaufe. Ach so, okay. Was haben wir hier? Lagerraum. Zugang zu Birds. Was haben wir hier? Forschungsstation. Die Stationsregeln. Visite ist nach dem Mittagessen. Die meisten werden sofort zurück in ihre Zellen geschickt. Leere Flaschen werden umgehend entsorgt. Okay. Zugang zu Birdmans. Birdman? Was ist Vogelmanns Krankenzelle. Okay, da, warte mal, da war doch was. Da war doch die. Genau. Das kaputte Fenster. Hanks Fenster. Ich hoffe, das Fenster wurde inzwischen nicht repariert. Viele Hinweise. Ein schöner Stuhl. Stroud hat es gemütlich hier. Aber dafür darf er seine Zelle niemals verlassen. Schauen wir hier. Ein abgenutztes Waschbecken. Birdman hat einen manischen Putzfimmel. Birdman hat ihn eingeseift. Ein Zeichen seiner Paranoia. Hanks Fenster. Ich hoffe, das Fenster wurde inzwischen nicht repariert. Was denn für komische Handlungen da? Schluss. Wenn du hier reinkommst, bringe ich dich um. Du kannst es ja versuchen. Ich will ausbrechen und muss dafür durch dein Fenster. Vergiss es. Das war keine Bitte um Erlaubnis. Du könntest mich vielleicht umbringen. Guck mal, er hat sich selbst umgebracht jetzt. Das wird dich ein Auge kosten. Er hat das Ding gerade selbst im Kopf gehabt. Habt ihr das gesehen? Lol. Ich bringe dich um und werde dabei ein Lied pfeifen. Ich hab keinen Grund, dich umzulegen. Wie wär's mit dem Deal? Bringe mir einen Tribut. Dann zeig ich dir, was du suchst. Schloss. Schloss, Schloss. Bett. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Der Notruf. Angeblich musste der Doc ihn benutzen, als Birdman versucht hat, ihn umzubringen. Das bringt nur die Wachen auf den Plan. Sie würden mich schnappen und für immer wegsperren. Hätte man noch ein Gespräch mit ihm nochmal führen können? Bringe mir einen Tribut. Dann zeig ich dir, was du suchst. Warte mal, wir haben doch... Das ist der Vogelmann. Wir haben doch vorhin so ein bescheuertes Ei, oder? Warte mal, hier, warte mal. Möwenei. Möwenei. Ein Ei aus der Kapelle. Ja, was haben wir hier? Bücherkarte? Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Christine würde wissen, wo man das findet. Birdman wird sich sicher freuen, sein Buch gedruckt zu sehen. What the fuck? Wie kriege ich das denn? Da muss ich mit dem Priester reden, damit er das rausschmuggelt oder was? Irgendwie so ganz blöde gedenkt jetzt. Weil mit Mason wird es wohl nicht funktionieren. Warte mal. Kann ich ihm denn das Ei geben? Warte mal. Was Vögel angeht, bin ich ein Genie. Sie haben sie mir alle weggenommen. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Ich selbst habe es nie gesehen. Nicht gedruckt. So. Mehr können wir jetzt nicht machen anscheinend. Das heißt, wir... Ach, warte mal, wir waren noch nicht auf der... Warte mal, hier waren wir noch nicht drin. Behandlung einfach so aus dem Nichts? Ja. Und geht auch wieder ins Nichts, nächsten Raum. So, was haben wir denn hier Schönes nicht, an? Nicht. Sieht aus, als wird der Doc ein Nickerchen machen. Passt ganz gut. Mhm. Gucken wir uns mal die Telefon an, oder? Telefon, wir haben da so ein Störgerät. Eine direkte Verbindung zur Telefonzentrale von Alcatraz. Ans Festland kommt man damit nicht. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Hank stirbt an Tuberkulose. Auch ne. Ich brauche keinen Papierkram. Hank stirbt an Tuberkulose. Okay, was haben wir hier? Behälter für Anästhesie. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Das hilft mir nicht. Okay. Stuhl. Ein paar Monate mehr Zeit und ich könnte mir ein Fluchtfahrzeug basteln.
Sicher aus dem Stuhl, du bist ein Held. So, warte mal links, mal gucken, was er dann macht. Könnte nützlich werden. Was mache ich denn jetzt mit dem Stuhl? Er ist fast am Ende. Wagenheber? Was macht der Wagenheber in der... Okay. Wer es raus hat, hat's raus. Ich wundere mich gerade. Echt? Dass er nicht gemerkt hat, dass wir den Wagenheber gebietet haben. Gucken wir uns mal den Eimer an. Ein blutiger Eimer. Den geht wohl das Geld aus. Christine lacht sich weg, wenn sie das hört. Jetzt hat er sich ein Hemd gekrallt. LOL! Krass. Beeindruckende Lampe. Und das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Ja, das vielleicht dann lieber nicht. Was ist der Doc? Er schläft. Dass das gemütlich sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Ich soll ihn wecken? Nein. Heizung und Waschbecken. Ich weiß nicht, ob das nützlich ist, dass man sich das sowas an. Das hilft mir nicht bei meinem Ausbruch. Ja, Waschbecken. Ich bin schon sauber. Okay, dann sind wir hier drinne fertig, denke ich. Gehen wir erstmal zurück in unsere Zelle, bevor wir auffallen, würde ich sagen. Ne, warte mal. Wir haben doch einen Störsender. Warte mal, wir gleich können wir. Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Vielleicht können wir den Störsender in das Ding da einbauen. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Oh, warte mal, wo haben wir das? Störgerät. Funktioniert das? So verzweifelt bin ich nicht. Okay, nicht. Funktioniert nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Wagenheber. Mhm. Den kann ich benutzen, um die Gitterstäbe zu verbiegen. Die Kurbel fehlt. Es ist eine Handkurbel. Warte mal, okay? Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Alter, damit die Gitterstäbe, das weiß ich auch schon mal, wofür das ist, ey. Was mache ich da? Ein geplätteter Daim. Mhm. Ja, kennt ihr die Werbung? Der letzten Daim, den vergisst du nie. Solche. Ist einer vorbeigelaufen? Mal vorsichtig rausgucken, oder? Ja, schnell mal bei uns. Ich kann da auch mal so ein Flittchen. Wir haben jetzt, wir müssen, ja, als wären wir nicht selber reingekommen, ne? Ist klar. Wir haben, warte mal, wir haben noch. Dies hier, genau. Büchereikarte. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Christine würde wissen, wo man das findet. Birdman wird sich sicher freuen, sein Buch gedruckt zu sehen. Das heißt, wir müssen das Ding rausschmuggeln. Das heißt, wir müssten auf die Krankenstation, und der Priester arbeitet ja auch in der Kirche. Wo er schon mit Christine gequatscht hat. Okay. Gar nicht so abwegig. Wie kommen wir auf die Panikknopf? Dass wir vielleicht in die... Die war doch zu. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Der kommt voll angeschlichen. Mir geht's nicht gut. Ich will in den Pfarrer sprechen. Ich will... Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Ich will in den Pfarrer sprechen. Oh Mann, was ein Deutsch, ey. So, jetzt will ich... Oh, warte mal. Tu mal so mit ihm sprechen. Vater. Ja? Ja, du bist... Wir haben schon alles gesprochen mit ihm. Okay, da gibt's nichts Neues. Ich muss weiterarbeiten. Wie wär's denn mit Büchereikarte? Sie haben doch Ahnung von Büchern, oder?
Das eine Buch habe ich ziemlich drauf. Ist guter Stoff. Wie dem auch sei. Glauben Sie, Sie können mir das hier besorgen? Sorry, das wird nichts. Meine Frau könnte Ihnen helfen, es zu bekommen. Schon möglich, aber das wäre illegal. Alles, was ich dir geben kann, ist geistlicher Beistand. Ich verzichte. Okay, das funktioniert nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, die Jungs hier bluten lieber, als ein gutes Buch zu lesen. Was mache ich jetzt? Was muss ich ihm erst vielleicht irgendwas? Die Münze behalte ich. Okay, gut. Dann. Puh. Vielleicht da? Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Okay. Dann können wir jetzt mit dem anderen Zeug können wir ja großartig Putzmittel, Salzsäure. Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder auf die Christine wechseln, würde ich sagen. Aber hier mache ich dann nochmal einen kleinen Cut jetzt. Und ja. Ja. Würde ich sagen, wir sehen uns, wenn es weitergeht. Hier. Also, ciao, ciao. We'll be right back.